Ja, hallo und willkommen zurück zu, ja, lang ist's her, zu Bless Online, einer weiteren Folge von dem MMORPG, wo der Hass stetig wächst, der Hass auf Hans vor allem. Wir sind hier bei O'Reilly, ich erinnere mich noch, uns hier abgestellt und dann auch nicht mehr weitergespielt, weil ich einfach auch zeitlich nicht dazu kam. Aber jetzt. Machen wir weiter. Ich habe natürlich alles wieder vergessen. Zum Beispiel, dass ich die Karte nicht aufmachen sollte, weil das Spiel dann womöglich danach ruckelt. Aber gut, ich bin ja lernresistent. Herbati-Siedlung sollen wir ausspähen. Okay, das können wir ja später machen. Erstmal verteidige die Front. Wie ging das nochmal? So. Route erstellen. Okay. Wir laufen die selber. Ich hoffe, das ruckelt jetzt nicht, obwohl wir die Karte aufgemacht haben. Gib dem Spiel mal eine Sekunde zum Chillen. Ja. Oh, macht's gut, ihr beiden. Rückhält? Na gut, jetzt rückt es nicht mehr. Check mal die Aufnahme. Ich hoffe, ich werde nicht angegriffen. Ja, die läuft. Okay. Lassen wir die Krähen mal Krähen sein. Und suchen uns jetzt neue Opfer. The Siege of Castra Well. will start in a moment. Das ist ja. Siege of Kestra PvP ist wie gesagt sehr beliebt. Da müssen wir hin. Okay. Wir nehmen die abgezogen. Freunde. Imperiale. Ja, das sind Freunde. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr sehr viel. Was? Hier gibt es auf jeden Fall eine Menge Quests. Haben wir denn verkauft? Mal gucken. Zeig mal, was du drauf hast. So, nee, scheinbar nicht. So. Das sind die ganzen Erze, die wir abstauben konnten, dank dieses Speziallevels, was ich immer noch total geil finde. Das nächste Mal würden wir dann nicht zu den Erzen gehen, sondern in die dritte Kammer. Also nicht Erz, nicht Kräuter, sondern schauen, was in der dritten Kammer los ist. Offizier Petri. Das ist bestimmt ein Fischer. Ja. Der für das Leuchtfeuer zuständige Soldat sagt, dass es repariert werden muss. Aber wegen den Leoparden beim Leuchtfeuer macht es niemand freiwillig. Ich möchte, dass ihr dem Soldaten Ivar, das repariert. Okay. Ivar. Ivar ist etwas da. Okay. Ivar. Ja, was ist denn hier los? Indre. Kleiner wie immer noch. Guck mal, wie niedlich. Kommt gleich zurück. You've entered a disputed zone. Was ist denn hier mit dir? Oh nein, was soll ich tun? Diese kleinen Kinder hinrichten? Gibt es ein Problem? Sollen wir sie hin? Nein. Mir wurde befohlen, die Herbati-Kinder hinzurichten, die hierher gebracht wurden. Alter, was ist denn los hier? Alles Hans Schuld. Aber mein Sohn ist im selben Alter und ich kann sie nicht töten. Könnt ihr sie bitte heimlich freilassen? Ja, wir lassen sie Anführungsstrichen frei. Kein Problem. Ja, hast du schon gesagt, dass du einen Sohn in dem Alter hast. Alles gut. Ja, die beiden da. Und die Quest You've entered a disputed zone. hier. Ja, wir wissen das. Ich muss kleine Vivan ausbilden. Uns fehlt Futter, daher sind sie schwierig anzuhaben. Wie kann ich euch helfen? Wir brauchen Moschusochsenfleisch, um die kleinen Vivan auszubilden. Aber wenn ich meinen Posten verlasse, machen die Vivan Ärger. Daher kann ich keins besorgen. Wir helfen in Ordnung. Wir machen alles.
Da ist einer nur für die Hauptquest. Ja. Was ist denn? Haltet durch, ich befreie euch. Haltet durch, ich befreie euch. Trefft euch mit Soldat Winter. Das war's schon. Hätte das nicht selber machen können. Die sind weg. Die sind in Ordnung, wir halten es geheim. Dafür, dass du uns Geld gibst. Gut, wir machen jetzt mal hier die Hauptquest, weil wir werden die ganze Zeit in der Instanz und zurück und das nervt ein bisschen. Gesandter Werner. What is it, Soldier? How dare you address the emissary of His Majesty the Emperor? Halt's Maul. Hans hat uns geschickt. How could a traitor send someone to me? I was too busy to kill him when I should have done so. Tell him he will be beheaded soon. Mhm. Ihr seid ein Verräter, aber wir können euch beide enthaupten. Wie wär's damit? What? You must know something. Then I must silence you myself. Oh je. This is his will. It's not for you to get in his way. Die! Oh je. You can't use that. Eh? No. Er mit dem Blut. Paktvertrag. Es ging schon. You've entered a disputed zone. Okay. Jetzt haben wir den vor den Augen aller anderen umgebracht. Das war denen egal. Hier ist noch eine Quest. Offizier Petri. Hä? Haben wir die nicht angenommen? Petri. Gibt es ein Problem? Wo ist Wilma? Wir finden Wilma. Wilma. Wilma ist dahinter. Der beste und sicherste Außenposten der Welt. Wilma. Soldat Wilmers Leiche. Aha, noch ein Mord. Wir werden wieder Detektivarbeit leisten. Wilma ist hier eines natürlichen Todes gestorben. Es ist Wilmers Leiche. Wilmas Leiche ansehen. Wilmas Körper weist überall Wunden auf. Die Wunden sehen aus wie Zeichen. Wilmas Wunden ansehen. Es sind Buchstaben, die Herr Barty verwenden. Da steht, tut nicht so nett, ihr dreckiger imperialer Hund. Petri Berichterstatten. Okay, sie haben also Wilma als Zettel benutzt. Sie hatten wahrscheinlich keine Post-its mehr. Und ja. Kann ja mal passieren. Kann er nicht meckern oder so. Man kann nicht immer Post-its vorrätig haben. Castra plus plus plus. Wilma. Habt ihr Wilma? Ja, er ist tot. Er ist jetzt ein Post-it. Wilma hat die Kinder befreit. Hä, war das der? Ach so. Das war der, der die hinrichten sollte. Haben die Kinder Wilma das angetan? Gibt es Beweise, dass sie es dann... Die Zeichen der Herbatis war auf Wilmas Leiche. Die haben auch ein Kochrezept drauf geschrieben. Berichte meinen Vorgesetzten. Dafür werden sie bezahlen. Na gut, schon. Ja, mit der Kohle. Wie uns da in ihre Streitigkeiten einmischen würden. Sollen sie sich gegenseitig umbringen, ist mir völlig Latte. Nachschubsoldat Morell, was hast du für uns? Wer seid ihr? Ihr scheint hier neu zu sein. Sehr gut beobachtet. Ich bin im Auftrag von Edmund hier, glaube ich. Das habt ihr gebracht? Tja, seht euch die Waffen an, die sie schicken. Wir haben keine Verwendung dafür. Vielen Dank auch. Ja, bis später. Das waren die Waffen, die wir gesammelt hatten. Warte mit der 1. Da ist noch eine 1. Achso, das ist, ausspionieren. Machen wir später. Jetzt machen wir hier erstmal alles platt. Und wir machen nichts ohne Ratti. Hallo Ratti. So, wen haben wir denn hier? Moschus. Moxus Ochse.
Und Leopard. Hallo Leo. Leopard, ne? Leopard, Teil eines Löwen. Bestimmt ist das korrekt. Oh, da ist. Gewiss schon. Meteorit. Ich vergesse alles nicht, den Namen von Blut. Achso, ja. Bless online. Wir müssen wieder Tiere umbringen. Sorry, Leopard, du bist auf einem Spiel gelandet. In jedem anderen Spiel würden wir versuchen, dich zu retten, aber bei Bless Online musst du leider. Kann man halt nichts machen. Sollen wir nicht von dem Fleisch einsammeln? Wieso geben die Zeit? Wir sollen 5 Fleisch von Moschus. Was sind die? Scheinbar haben nicht alle Ochsen Fleisch. Ach ja, wie ich Bless vermisst habe. Der Logik des Jahrhunderts. Spiel. Man weiß nie, was man bekommt. Oh, wir haben ein Fleisch. Ich sehe ihn. Wir haben übrigens wieder Lumena im Roster. In 10.000 Jahren können wir uns dafür ein Kostüm geben. Ja, ich mache Witze, ne? Aber ich mag Bless. Das Kampfsystem ist jetzt vielleicht nicht das actionreichste. Aber es macht Spaß. Und das macht Spaß, die Leute zu hassen, es macht Spaß, über Unlogik nicht zu lachen teilweise. Also zumindest bei mir muss ein Spiel nicht perfekt sein, um mir Spaß zu machen. Das ist ungefähr so wie bei Forest mit den Bugs, die machen mir auch Spaß. Hä, was ist mit dem? Wieso geht denn der nicht weg? Können wir irgendwas damit machen? Nö. Oh, kommt mal alle her. So, was ist denn die 10er Jagdquest? Schritt 1. Wir brauchen aber Ochsen. Hey, das zählt jetzt nicht. Gestunt habe, musst du so tun, als ob es dir weh tut. Komm schon. Aber da oben ist so ein Dings. Wir gehen erstmal zum Soldat. Währenddessen kann unsere HP auch regenerieren. Das geht ja flott. Iva. Was geht bei dir? Das ist ein komischer Name, Iva. Dieses Gebiet ist für Zivilisten gesperrt. Geht schnell. Petri schickt mich. Petri kommt niemals selbst. Ich muss mich hier. Das war's schon. Okay, dann reparier das mal. Keine Ahnung, was wir ihm da gebracht haben, aber viel Spaß. You can't use that. Eigentlich zu diesem Ochsen. Naja. Was ist das überhaupt? Eine unheilige Verbindung zwischen Ochsen und Leoparden.
wusste nicht, dass sie sich so gut verstehen. You can't use that. Oh, ja, die zwei Fleisch. Gib mir Fleisch. You can't use that. Oh, zwei Juwelenfragmente, aber da war doch noch irgendwas. Ah ja, das Fleisch. Wir haben drei Fleisch. Rollfleisch, wir brauchen aber noch mehr Fleisch. Was hättet ihr von dem MMO, das in Sachsen programmiert wurde? Und die ganzen NPCs nur sächsisch reden. Ah, ich hab ja auch eine Quest für dich. Please select a valid target. Da ist eine Mama, da bin ich schon mal drüber. Das ist lustig. Es ist spät und ich bin tot. Mehr habe ich nicht als Ausrede. Ach, die sollen wir auch jagen. Was ist denn hier falsch? Du denkst auch, du bist der König da oben, ne? Die Ochse. Mööööö. Mädchen, Ochsen, Fleisch. Immer die Leoparden auch noch. Da lässt sich halt die aggressiven. Ja? Super schöne Tiere, ne? Aber Bless mag euch nicht. Vielleicht hat Trump ja Bless programmiert. Ich weiß, nein. Das ist ein bisschen gemein. Aber sie hätten da doch mal vielleicht andere Feinde als immer nur Tiere schlachten, weil das ist echt auffällig oft, dass wir irgendwelche Tiere umbringen müssen. Hey, ihr seid zu zweit. You can't use that. Please select a valid target. Ja, der Ochse chillt da sein Leben. Was ist das denn? Ja, was ist das denn? Komm her. Jemand, der jetzt nicht so bewacht ist, ja hier. Heute ungern mehr als nur, was nötig ist, Bruder. Oh. Oder nicht. So. 1853 EP und 58 Dungeon-Punkte. Ihr sollt hier irgendwo sein.
Da ist er. Kleiner Wühlbutton. Können die Kleinen was essen? Danke. Dank euch würde es eine Weile keine Probleme geben. Auf Wiedersehen. Ihr habt den Titel Tiermörder freigeschaltet, Mann. Oh, ich habe schon wieder die Karte angemacht, weil ich sehr schlau bin. Da ist die nächste Instanz. Aber wir gehen erstmal hier. Gute. Nein. Hier. Okay. Dann. Ja, dann aufs Pferd und dann los. Aber auch noch. Ja, Leute. Bei Kaso. Bin noch ein I, dann wäre es Casio und Girlmaster. Was für eine Art. Kaso und Girlmaster. Rocken die Bude. Geht's jetzt lang? Wodurch den. Achso, bei den Eulen oder das war vorbei. Oh, was? Lauf weiter. Da gab es gerade einen Bug im automatischen Lauf. Hallo? Was ist hier los? Klee! Okay. Guck jetzt immer vermehrt auf den Boden, ob wir nicht noch so ein Ding finden. Wo wir ein Speziallevel haben. Ja. Tilt eure Nuggets. Such den Boden ab, ich habe keine Zeit für euch. Und Edmund, deine Waffen waren scheiße. Soll ich dir ausrichten? Ja. Wir werden verfälscht. Okay. So, jetzt sind wir hier. Aber das ist da. Steigen wir ab. Moment. Hä? Das war doch gerade. Aha. Jetzt sollen wir uns mit Subden treffen. Okay. Weil wir es erforscht haben. Dann auf Sugden. War schön mit euch. Automatische Wegfindung klappt. Manchmal ist ein Strauch im Weg und dann weiß das Pferd nicht, was es machen soll. Es ist ein sehr großer Strauch. Hey! Voll unfair. Ja. Ich weiß nicht, wo Sudgen ist, deshalb. Sudgen. Wo sind sie denn? Da irgendwo. Ich will die Krähe nicht umbringen. Genug Tiere ermordet. So. Ja, ich habe ausgekundschaft. Hervorragende Arbeit. Ja, mach's gut. Jetzt will O'Reilly was. Ich wusste, dass der Kerl noch irgendwas. Mein Auftrag, das Leuchtfeuer der Herbati zu stellen. Sie beobachten. Oh, verstehe. Er hat sich am Bein verletzt. Ich möchte euch helfen. Mit? Aha. Was für ein Leuchtfeuer. Nein. Aha. Das da.
du das? Herr Barty Signalgeber, 2 Stück. Hallo, wir müssen euch leider umbringen. Kleine Pest, ist sehr wichtig. Please select a valid target. Ja, wir hätten es vielleicht so zerstören können, aber wir wollen ja. Schon, ne? So, jetzt. Voll wackelig, da muss man nur gegenpusten. Ist kaputt. Achso, jetzt sollen wir wieder zur Uterus-Festung. Okay. Dann. Plonk. Ab zur Uterus-Festung. Ey! Unser bronzenes Pferd wird immer verhauen. Was ist denn noch alle? Also. Was? Ja, hier. Wir sind, ja. Das ist der Uterus-Kanal. Wenn ich eine Möglichkeit sehe, abzukürzen, machen wir das gleich. Aber ich glaube, wir müssen diesen Weg da hoch folgen. Ja, wir haben schon den nächsten Dungeon im Blick. Und die Loot, den es da gibt. Her damit. Wir sind da, Freunde. Oh Gott. Das war hier, wo wir 3 Jahre lang Wölfe verhauen haben, damit irgendwie so ein Reißzahn droppt. Also. Ich werde es nie vergessen, wie sie gequält haben. Gut, aber Freunde, was, wie heißt der Baron Wolfgang von Richthofen im 1. Stock uns zu sagen hat, das erfahren wir nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten, weil die Folge vorbei ist. Ich hoffe, ihr hattet Spaß nach langer Zeit wieder Blessed. Es tut mir leid, dass es so lange keine Folgen gab. Jetzt nehme ich wieder ein bisschen auf. Ich weiß noch nicht genau, wie viel. Aber jetzt kommt erstmal. Wir sehen uns auf jeden Fall aber in der nächsten Folge. Macht es gut. Tschüss.